In meinem heutigen Video backe ich einen Möhrenkuchen mit Frosting. Hi, ich bin's Ellie. Ja, willkommen zurück in Ellies Backstube. Heute backe ich einen Möhrenkuchen. Es geht auf Ostern zu und diesmal aber mit Frosting. Bisher hatte ich ja immer nur einen Möhrenkuchen mit Puderzucker, aber diesmal einmal das volle Programm. Ich starte direkt, nehme euch mit in meine Küche und dann geht's schon los. Für eine 20 cm Springform, die ich bereits eingefettet und mit Backpapier ausgelegt habe, benötigen wir 400 Gramm geraspelte Möhren, den Saft einer halben Orange, ebenfalls die Zesten von einer etwa ganzen Orange, ich mag es ja immer ein bisschen aromatischer, 130 Gramm Erythrit, 100 Gramm weiche Margarine, 200 Gramm Dinkelmehl, 200 Gramm geraspelte Haselnüsse, 2 Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz, 200 Gramm Frischkäse und ein bisschen Deko. Ich habe mich für diese Marzipanmöhrchen entschieden. Und ich glaube, ich habe vergessen, die 4 Eier zu erwähnen. Mit denen will ich jetzt auch schon starten. Ich habe insgesamt 3 Schüsseln und natürlich den Handmixer. Und wir starten jetzt einmal damit, dass wir die Eier trennen. Die Eigelbe stellen wir einmal zur Seite und das Eiweiß schlagen wir jetzt einmal steif. Unser Eiweiß stellen wir jetzt einmal zur Seite. Zu den 4 Eigelben kommen einmal der Erythrit, die Margarine und 2 Teelöffel von dem Orangensaft. Das schlagen wir jetzt auch einmal ganz schaumig. Und jetzt heben wir einmal die Orangenzesten unter. Den Backofen habe ich jetzt übrigens schon mal auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. In einer neuen Schüssel vermengen wir jetzt einmal das Mehl, die gemahlenen Haselnüsse, eine Prise Salz und 2 Teelöffel Backpulver miteinander. Die Mehlmischung geben wir jetzt zu unserer Eimischung und vermengen das miteinander. Dann kommen die Möhrenraspel dazu und auch unser Eischnee. Das vermengen wir jetzt einmal alles miteinander. Unsere Kuchenmasse kommt jetzt in unsere Springform. Unser Kuchen kommt jetzt für circa 60 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze in den Ofen. So, der Möhrenkuchen war jetzt 60 Minuten im Ofen, ist schön abgekühlt und jetzt können wir uns um das Frosting kümmern. Für das Frosting benötigen wir einmal 200 Gramm Frischkäse. Ich habe jetzt einen normalen genommen und der ist nicht so fett. Dann einmal einen Esslöffel Orangensaft von der Orange, die wir hatten. Und ich habe jetzt hier nochmal 30 Gramm Puderzucker abgemessen. Wir nehmen einfach den Frischkäse, einmal glatt rühren, einen Esslöffel Orangensaft, vermengen das Ganze. Und jetzt dekorieren wir einmal den Kuchen mit der Creme. So, jetzt kommen noch unsere Möhren da drauf. Und dann noch ein bisschen gehackte Pistazien. Das ist unser Kuchen. So, einmal von nah. So sieht er aus. Ganz habt ihr ihn ja schon gesehen. Ja, total gut. Ich bin sehr gespannt, wie er schmeckt. Der ist saftig. Der ist total frisch. Man schmeckt so ein bisschen die Haselnüsse daraus. Das macht den so ein bisschen, total interessant irgendwie.
ist nicht so süß und dieses Frosting ist halt total erfrischend. Das gibt dem wirklich nochmal so eine richtige frische Note. Perfekt. Wirklich, wirklich lecker. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst ein bisschen Liebe in Form eines Likes. Abonniert auch gerne den Kanal. Dann verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Kommentiert auch gerne was in die Kommentarfunktion oder schreibt mir, wenn ihr möchtet. Und vergesst nicht, die Glocke zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Dann abonniert ihr. Dann verpasst ihr auch keins meiner Videos mehr. So war's. Das Rezept findet ihr wie immer in der Box unter dem Video. Und dann wünsche ich euch jetzt einfach nur noch viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal in Ellis Backstube. Tschüss!